Zurück zur Frankfurter Buchmesse. Der Roman des Jahres heißt Das Ungeheuer. Dafür bekam Theresia Mora den Deutschen Buchpreis. Damit hat sie vielleicht am wenigsten gerechnet. Und jetzt dieser riesige Trubel um Theresia Mora. Interviews, Lesungen, Signierstunden im Akkord. Dabei ist sie schon seit Jahren ein Liebling des Feuilletons, alle ihre Bücher von den Kritikern gefeiert. Sie haben eigentlich alle, fast alle oder sehr viele wichtige Preise bekommen vom Beginn ihres Schreibens an. Verändert das das Schreiben? Haben Sie das Gefühl mit jedem Preis? Nein, das wird dann natürlich. Es sichert mir mein Überleben und das ist ein sehr, sehr großes Privileg. Und ich danke meinem Schicksal, dass ich immer mal wieder so eine Erleichterung erfahre, ja, der mir den Luxus erlaubt zu sagen, mein Buch ist jetzt das Wichtigste und ich setze mich hin und widme mich diesem Buch. Und ich kann das tun, weil ich nicht rausgehen muss und schuften die ganze Zeit, um mein Überleben zu sichern, sondern es kommt mal immer mal wieder dieser kleine Schub eines Preises, eines Stipendiums, von irgendetwas. Das ist großartig. So wie ihr Roman Das Ungeheuer, der jetzt mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Die Geschichte einer Ehe nach ihrem Ende. Denn die Frau hat sich das Leben genommen. Erst langsam begreift der Mann, sie war eigentlich eine Fremde, depressiv, verzweifelt. Zwei Welten, zwei Wahrheiten. Theresia Mora zieht mitten durch ihr Buch eine Linie. Oben die Gedanken, die Reise des trauernden Mannes, unten die Tagebuchfragmente der verstorbenen Ehefrau. Warum habe ich so gemacht? Der Inhalt hat es so bedingt. Ich bin ja so eine Verfechterin von Funktion bestimmt Form. Und wenn du zeigen willst, hier ist etwas in Stücken, dann zeige die Stücke. Mora tut dies in einer berührenden und doch ganz unsentimentalen Sprache. Der Ehemann macht sich auf nach Ungarn in die Heimat seiner Frau. Im Gepäck die Urne mit ihrer Asche. Es wird eine Odyssee durch halb Osteuropa, wo viele von Theresia Moras Büchern spielen. Kommt von dort die spannendere Literatur? Es ist einfach so, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich kenne. Und ich halte es für die klügere Verfahrensweise, mit etwas zu arbeiten, was du in deinen Instinkten hast. Ja, so was du schon da hast. Warum nicht darüber erzählen? Sie sind in Ungarn groß geworden, ja, mit der ungarischen Sprache. Mhm. Deutsch ist aber auch Ihre zweite Muttersprache. Ja. Also Sie sind ja in so einem Grenzgebiet aufgewachsen. Wie sehr prägt einen das als Autorin? Sehr. Ja, also das war ja physisch die Grenze zu sehen von dort aus, wo ich gewohnt habe. Also jetzt nicht gerade aus dem Fenster, aber man musste nicht weit gehen. Und das war eine... Das war keine grüne Wiese, über die die Vögel gezwitschert haben. Also das war der eiserne Vorhang. Und das hat über meinen Alltag bestimmt, weil meine Familie aus einem Dorf kommt, in dem man noch zu meiner Kindheit nur mit so einem Passierschein reingehen konnte. Ja? Und das Interessante ist ja, dass in dem Moment, als ich volljährig wurde, ja diese Mauer gefallen ist. Und das ging bei mir dann auch noch einher mit Wechsel des Ortes und Wechseln des Idioms, also vom Ungarischen zum Deutschen. Ich musste nicht ein bereits eingeübtes zurücklassen, um mich neu zu erfinden, sondern es war die erste Erfindung meiner Sprache. Theresia Mora hat eine ganz eigene Sprache entwickelt, eine selbstbewusste Stimme. Mit dem Deutschen Buchpreis wird diese hoffentlich unüberhörbar.